Was geht ab, Leute? Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch eine meiner Lieblingstechniken von der Mata Leao in den Armbar von der Backbank aus. Eine sehr einfache Technik. So, was machen wir? Erstens, wir fangen vor der Backbank aus mit dem Seatbelt an. Wichtig, niemals die Beine überkreuzen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Damit blockiert ihr euch in dieser Technik selber und gibt dem Gegner von unten aus Angriffsfläche. Was machen wir? Wir holen erstmal den Seatbelt hier. Greifen wir jetzt vom Seatbelt aus hier hoch zum Nacken. Ich drücke den Kopf runter, damit ich im Endeffekt hier auch ein bisschen Druck erzeugen kann. Was meine Beine jetzt machen, ist sehr wichtig. Rechtes Bein raus an sein Gesäß. Linkes Bein dreht sich und als ob ich so ein Body Triangle machen wollen würde. Ja? Lasse ich mich jetzt einfach jetzt mit einem kleinen Stückchen Schwung hier fallen und greife währenddessen zum Arm rüber, also so mäßig zum fast Kimura. Ja? Hier. Ich schmeiße rüber und mein Fuß geht dann hier rüber. Wichtig, ich versuche immer am Hals, mit meiner Knie an seinem Hals zu drücken. Selbst wenn er jetzt hochkommen wollen würde, um hochzukommen, habe ich auch hier die Möglichkeit, Druck auszuüben. Ja? Wissen wir in einem MMA-Match, könnt ihr im Endeffekt hier auch ein paar Mal nachhauen. So, aber hier haben wir jetzt im Endeffekt schon die Position, wie wir im Endeffekt zum Armsteck hier wechseln. Ja? Hier. Ich greife immer so eine Mataleo-Position. So, Wristlock, Rapidale hat viele Angriffsflächen von dem Griff aus und einfach nur ein kleiner Hip. Presse. So, lass uns schnell voran. Nochmal, dann haben wir es. So, Seatbelt befohlen. Ein Hand am Nacken, ein Fuß raus, ein Fuß, ein zweiter Fuß raus. Und jetzt rüber greifen. Und fertig ist die Technik. Falls ihr mehr was lernen wollt, abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Reingehauen!